Geht ab, ihr geilen Säuer, und willkommen zurück zu Arizona Sunshine, meine lieben Freunde. Weiter geht's. So, den Strom haben wir ja im letzten Part angeschaltet. Jetzt gucken wir mal nach, ob das gute Ding da funktioniert. Ich will da echt nicht rein, ne? Mal schauen. Checkpoint. Ja, als ob hier nicht irgendwie noch was passiert. Okay, hier geht nichts. Oh Mist, ich habe kein gutes Gefühl. Nee, ich auch nicht. Halt den Mund, verdammt Holländer, halt den Mund. Jetzt wird dich jeder Fred in der Nähe hören. Schalte es aus, schalte es aus. Kann man es ausschalten? Geht das irgendwie? Da kommen sie. Nee, ich bin hier. Nee. Stimmt nicht. Oh nein, nein. Heute kriegst du mich nicht, Freundchen. Alter, was kommt denn da alles an? Oh Mann. Nee, Munition leer. Scheiße. Alter! Einfach draufballern, scheiß drauf auf Munition. Oh! Und dieses Kabel auch gerade. Nee, Munition, hallo! Scheiße, ich bin doch nicht leer, ne? Alter! Ach, Mann! Alter! Okay. Alter, wir sind gleich down, ne? Wir müssen in das Haus rein. Oh. Ich denke, da ist ja Fleisch gewesen. Was? Also irgendwie. Ja, wir sind gleich tot. Na super. Alter, ich verballer gerade so viel Munition, ne? Ist abnormal. Ey, wir müssen uns erstmal gleich denn direkt auffüllen, ne? Dieses Kabel. Wo sind wir denn? Okay. So ist besser. Bist du tot? Okay, nur ein bisschen auch abspacken. Sehr schön. Das freut mich. Verdammt. Oh, das war ganz schön irre. Aber ich hab's geschafft. Okay. Ich hab's geschafft. Dann los. Macht schon. Kann man nicht durchballern, oder was? Okay. Gut zu wissen. Oh, Alter, ey. Ey, da kam einiges an. Ich dachte eigentlich schon, das war's. Hä? Hallo? Warum? Hallo? Warum geht denn die Tür jetzt nicht mehr auf? Da ist doch noch Fleisch gewesen oder so, oder nicht? Geht die Tür oben auf? Das geht auf, ja toll. Aber hier kommt man auch. Obwohl, da war noch Fleisch, ne? Oh, geil. Mmh, yummy. Oh, lecker. Oh Gott. Das nehmen wir mit. Wer weiß, was uns hier noch alles so Schönes erwartet. Boah, nee. Habe ich eigentlich schon den Timer gestartet? Nö. Warum auch? Brauchen wir nicht. Wir nehmen einfach mal 2 Stunden auf. Alles gut. Jetzt können wir da rein. Juhu, ich freue mich. Noch mehr Zombies wahrscheinlich. Yay! Oder vielleicht sind da Menschen drin. Das könnte vielleicht auch sein. Ich hoffe es mal. Ist eigentlich irgendwie noch irgendwas. Nö. Da kommen dann einfach Viecher. Ja, toll. Wäre ich mal lieber nicht hier hingekommen. War ja auch nur ein Zombie. Alles gut. Ich hoffe mal, da sind Menschen drin. Oh, bitte.
Da sind Menschen drin, die finden wir, wir freuen uns und das Spiel ist vorbei. Yay! Okay, gut. Nichts wie rein da. Ich glaube wirklich nicht, dass das Betreten einer dunklen Höhle eine gute Idee ist, aber mir fällt nichts Besseres ein. Wie dunkel ist denn das hier? Okay, naja. Es ist wirklich dunkel. Na gut, damit beende ich auch dieses Let's Play. Wegen VR-Headset ist komischerweise jetzt kaputt gegangen. Von dem her... Ich will da nicht runter. Allein der Sound, ey Bruder, was ist denn das jetzt hier für ein Spiel? Ich dachte, das ist einfach nur ein bisschen Zombie-Schnitzeln und fertig. So einfach mal so... Bro. Wird das jetzt hier so ein leichtes Horror-Game oder was? Ich sehe da auch absolut... Das ist einfach komplett schwarz. Was soll ich denn da machen? Oder kommt hier gleich ein Loading-Screen? Alter, wer hier kommt? Ein Jumpscare, ne? Was haben wir da? Was ist das? Komm, einfach Licht an, bitte. Eine Taschenlampe. Nett. Ey, was ist denn das jetzt hier für ein Spiel? Jetzt muss ich hier mit einer Taschenlampe umher eiern oder was? Nee, bitte. Nee, will ich nicht. Nee. Oh. Gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Wie mache ich das jetzt am besten so, ne? Irgendwie, oder? Oh, ey. Kann man die irgendwie hier dran schrauben, damit ich immer Licht habe irgendwie? Nee, ne? Nee, geht nix. Man kann die allerhöchstens an- und ausschalten. Ja, wow. Nein. Hab keinen Bock, ne? Nee, nee. Da kommt einer. Okay, der ist zum Glück langsam unterwegs. Alles cool, alles cool. Das ist aber auch schwer zu aimen, ne? Ja, getroffen war, haben wir ihn, aber... Er ist tot. Was ist... Ey, wehe, da kommt irgendwie aus der Seite irgendwie einer rausgesprungen. Nee, ey. Nee, kann man nicht einfach wieder zurück... Allein die Zauns, ey, warum müssen die denn noch solche Zauns machen? Ich hab keinen Bock, Alter. Nee, also ich glaube Horror-Game. Ich glaube, ich niemals Let's Play, ey, also. Boah, das hat sich gerade so nah angehört, dass es hinter mir ist irgendwie. Ah, ein Totenkopf. Kann man den aufnehmen? Ich schwör's dir, ne? Und da irgendwie auf einmal einer hinter mir steht, dann beende ich aber wirklich das Let's Play. Kein Bock mehr. Man sieht halt auch echt gar nichts, ne? Da ist was. Da sehe ich was. Da sehe ich einen Eierkopf. Die Frage ist ja, ob ihr überhaupt irgendwie was sieht. Warte mal. Ich muss mal das überprüfen hier. Nicht, dass ihr absolut gar nichts seht. Eigentlich müsstet ihr ja... Warte mal. Ich muss mal kurz auf meinen Bildschirm gucken. Wo ist er denn? Da ist er. Seht ihr überhaupt irgendwie was? Ja, doch, doch, doch. Mit diesem Licht seht ihr genauso, glaube ich, viel wie ich. Ja, gut. Ich glaube, das geht klar. Muss ich denn, sobald ich den Part beende, mal mir nochmal genauer angucken. Aber ich glaube, das geht klar. So, hier geht's weiter, ne? Ach Gott, Junge, ey. Dieses Kabel. Warte mal. Nee, ich will keine Zeit. Nee. Es ist alles... Ich kann schon fast gar nicht mehr richtig reden, also, weil... Das ist...
haben wir da? Ein Generator. Oh. Nett. Vielleicht funktioniert er noch. Oh, bitte Licht. Bitte Licht. Bitte alles komplett voll mit Licht, bitte. Geht nicht auf. Ja, du hast vermutlich einen Grund dafür, aber... Ein Rückstoßstarter. Ich sollte vielleicht am Seil ziehen. Oh, geil. Nett. Oh. Das ist viel besser. Ja. Also irgendwie würde ich ja gerne einfach mal eine Granate da reinwerfen, ne? Bin ich ja ehrlich. Aber die zu verschwenden? Ne. Ja, komm, gehen wir weiter. Das ist ja jetzt doch etwas besser. An sich immer noch recht dunkel. Geh da hoch, geh da hoch. Wenn Sie nach links schauen, meine Damen und Herren, sehen Sie... alten Kram. Und... Oh, Fred! Hä? Meine Damen und Herren, was haben wir hier noch? Noch mehr alten Kram. Oh! Das Fußgewehr sieht nett aus. Schauen wir es uns an. Nun, das ist, was gesagt wird. Im Notfall. Großartig. Du kommst mir gelegen. Du bist mir irgendwie doch ziemlich auf die Eier. So. Das hätten wir. Was haben wir hier noch? Einfach nur überall Revolver scheinbar. Ja, das Ding ist... Brauche ich jetzt meine Taschenlampe? Die habe ich wieder abgelegt. Okay, gut. Right. Brauchen wir die jetzt eigentlich noch? Ja, bestimmt, ne? Also, ich würde die eigentlich ungern liegen lassen. Da wird es wieder etwas dunkler, oder was? Ist recht hell. Wo lang? Geht's da überhaupt weiter? Was ist denn das? Nee, ich nehme diesen Weg. Ich glaube, der ist etwas besser. Ja, der sieht schöner aus. Ah, ja. Jetzt wird schon wieder so dunkel. Wo ist denn der nächste Generator, bitte? Mach mal hier heller. Schon wieder? Warum denn? Boah, nee. Okay. Da ist einer. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Getroffen. Da ist auch, glaube ich, irgendwas. Ich hör's doch. Dieses Kabel. Junge. Das ist, glaube ich, komplett schon verheddert, wie ich mich hier drehe, wie so eine Ballerina. Offenbar haben hier Leute gekämpft. Mal sehen, ob sie etwas Nützliches dagelassen haben. Ist hier noch irgendwie was? Oder... Ich glaube... Ein weiteres Zombie-Vieh ist hier, glaube ich, eher nicht mehr. Na gut. Eine Wumme? Ja. Was ist denn das jetzt nochmal für eine Waffe hier? Ja. Sollen wir die auswechseln? Ich glaube schon, ne? Komm. Oder? Ja, doch. Mal gucken, wie die ist. Was geht hier so? Ja. Ein Schlüssel. Schau dir das an. Ein Schlüssel. Ich wette, damit öffnet man diese Tür, an der er nicht öffnen steht. Glück gehabt. Tja, was? Ach nee! Ey! Geile Waffe, Alter. Gefällt mir. Der kriecht. Ist so eine Art G18 oder was? Geil. Kommt da noch was? Ja, ich glaube, oder? Sehe ich da was?
Ja, da kommt noch was. Jawohl, das ist er down. Da kommt aber noch einer. Ich glaube, die kommen alle von hier aus, ne? Jawohl. Ist da noch was? Wer will noch auf der Fresse? Keiner, dachte ich's mir. Jetzt ist die Frage, nehmen wir lieber die Waffe oder lieber die Uzi? Ja, würde mich ja schon mal brennend interessieren, welche denn jetzt nun besser ist. Mehr können wir eh nicht mehr schleppen. Und wir sind komplett voll, was HP auch angeht. Und weil wir hier gleich irgendwie noch Fleisch finden, brauchen wir das erstmal nicht mitnehmen. Ein Revolver könnten wir mal nachladen. Das könnten wir mal machen. Jawohl. Und jetzt bitte wieder meine Taschenlampe. Sehr gut. Und jetzt nochmal Munition nachfüllen. Sehr schön. Kann weitergehen. Hier ist auf jeden Fall noch einer. Irgendwo. Die Frage ist bloß wo. Einfach weiter. Scheiß auf den einen. Scheiß auf den, der kann meinetwegen keine Ahnung was machen. Ist mir Jux. Einfach weitergehen. Kommt da was? Ich glaube nicht. Ja, das passt eigentlich so mit unseren Waffen. Ja. Behalten wir so. Warte mal. Obwohl, nee, das bringt ja nichts. Ich wollte schon die Munition da auswerfen, aber das bringt ja nichts, ne? Ne, das ist ja die Munition da. Nee. Die Munition könnten wir auswerfen, wenn wir weitere Uzis finden oder so und dann damit nachfüllen. Dann brauchen wir die auch eigentlich gar nicht mitnehmen, um die leer zu schießen. Das wäre eigentlich auch... Geht das eigentlich? Müsste ja gehen, glaube ich, hoffe ich. Keine Ahnung. So. Hier bitte benutzen. Und. Alter. Weiter geht's, oder wie? Ach nee. Wann hat denn das hier ein Ende? Achso, die steppen ja. Ich wollte schon sagen, ich höre die ganze Zeit Steps. Oh, Generator. Oh, ich liebe dich. Oh, du bist der Beste. Mein Freund. Ah, oh, geil. Ah, oh, sehr schön. Oh, Helligkeit. Oh. Oh, da ist auch schon der Erste. Noch einer? Nee. Dann könnten wir eigentlich mal eben damit erledigen. Mit der Eule da drin? Sind die gefangen? Ich erlöse die mal gleich. Kommt mal ein bisschen näher. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ja, ich glaube, das passt so, ne? Kaboom! Ich vermute, jedes Problem lässt sich lösen, wenn man mit Sprengstoff arbeitet. Ach, wir mussten da so oder so durch, scheinbar, ne? Na gut. So, der Timer ist auch schon wieder um. Das ist eine Schrotflinte. Alter. Wie geil. Ich glaube, da kommt langsam einer angedackelt, ne? Haben wir alles? Ja. Ja, was machen wir dafür weg? Ist die Frage. Wie viel Munition ist denn da noch drin? Die ist eigentlich ziemlich geil, bin ich ehrlich, Alter. Aber die Schrotflinte, das wäre ja auch ein... Schönes Ding. Entweder die Uzi oder die hier.
Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, lieber die hier. Ich glaube, die ist es. Packen wir mal die Munition raus. Kann man die wieder aufnehmen und dann... Ah, das geht. Sehr geil. Okay, dann schmeißen wir die weg. Und die behalten wir. Und dann würde ich gerne mal die mitnehmen. Das gute Ding. Mal gucken, was das Ding dann drauf hat. Aber bevor es weitergeht, werde ich ab hier diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Arizona Sunshine wieder. Haut rein, ihr Ficker!